Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Inselexkursion mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und dem Captain Edward Kenway und der wunderschönen Jackdaw. Hier ist vielleicht ein... Die lassen sich gar nicht stören, ne? Hier ist was los. Hier draußen. Oh. Der arme Hund. Ich hätte gern einen Hund. Ja, aber im Moment, ich bin den ganzen Tag in der Woche nicht da. Das ist einfach nur Blödsinn. Ich mag Hund und Katze. Ich hätte beides gern als Haustier. Aber es geht einfach nicht. Und im Sommer wird es hier ziemlich warm. Ich habe nur eine kleine Wohnung. Sonst könnte ich mir so einige andere Sachen nicht leisten, wenn ich das nicht so wäre. Und naja. Gebt mal Ruhe da draußen, ist ja schlimm. Seht ihr? Und schon finden wir hier Dinge. Zum Beispiel ein Abstergudingen. Hier, wenn man diesen Baum raufklettert. Was haben wir noch? Eine Truhe. Hier. Was haben wir noch? Eine Jade-Statue. Wieder mal. Haben wir noch so ein Abstergo-Dingen? Hier haben wir noch eine Truhe. Und eine Schatzkarte. Sehe ich auch darum oxidieren. Meine Güte. Geben sich aber echt die Kante, die Jungs. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Nein, im Moment ist alles gut. Oh, da war ja richtig was drin. Gut, dann gehen wir jetzt mal uns die Schatzkarte holen. Die Harpunen, die ich da, wo ich den Plan gefunden habe, die habe ich übrigens schon gebaut. Das sind ein paar Arschgeigen. Sie mit dem Kopf in den Boden eingebuddelt. Also, guckt euch das mal an. Und eben den Hut auf den Arsch gelegt. Die ist hinüber. Eine ist weg. Jetzt wisst ihr auch, wo die ganzen Treibgutsachen herkommen. Da sind zwei Truhen, dann gehen wir da erstmal hin. Hier ist auch noch so eine Assassinen-Mission. Das ist schön. Und noch eine geheime Mission da. Die beiden da, die sehe ich schon da. Die da. Die mögen mich schon wieder nicht. Ah, die werden gleich sehen, was sie davon haben. Zwei Truhen. Eins. Huch. Zwei. Ah ja, wir haben bald wieder 40.000 Reals. Das sind dann ungefähr 4.000 Pfund. Ja, da ist Edward noch nicht so richtig zufrieden mit, glaube ich. Ja, das Ding wollen wir haben. Oh, das Blatt muss weg. Da sind wir schon mal einen los. Guck mal, wie schön er jetzt angreift. Wenn man will, geht alles. Zwei Geheimnisse. Ein Manuskript. Aha. Ich durchsuche mal. Ich brauche ja noch Cortez, die Geschichte. Aha, das gucken wir uns mal an. Cortez und La Malinche aus die Geschichte von Tlaxla oder Tlaxcala. Oh Gott, ein Porträt von Hernán Cortés, dem Entdecker und Konquistator. Es gehörte einst einem gewissen Herrn Peter Beckford. Ja, der wieder. Ja, hier sind noch viele unentdeckte Sachen oder
Kann ich da jetzt noch Munition plündern? Hört sich gut an. Das war gut. So. Dann gehen wir uns mal den Auftrag hier noch holen. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Eine brutale Bande von Templer-Freibeutern hat auf einer vergessenen Insel ganz in der Nähe Zuflucht gesucht. Ziel ist euer Anführer. Ah, das hatten wir lange nicht mehr. Na? Das ist doch... Nee, das ist nicht hier, ne? Wo ist denn das? Ich habe sie nicht genommen. Bin ich bescheuert? Eigentlich für mich immer ein Zeichen, langsam aufzuhören. Ich mache jetzt auch nicht mehr so lange. So, jetzt habe ich es aber genommen. Ich habe wieder B gedrückt. Ja, keine Ahnung warum. Ich habe es getan. So, darauf habe ich gewartet. Wir sind weiter unten. Das ist da oben. Da waren wir noch gar nicht. Interessant. So. Die haben hier sogar eine Kuh. Die arme Kuh, wovon ernährt die sich? Hier ist doch nichts auf der Insel. Ein richtiger Sturm und die Insel ist weg. Wir verkaufen erstmal Fracht. Bisschen Zucker. Jetzt kaufen wir Upgrades. Mörser. Jawohl. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Damit hat sich's auch wieder erledigt. Wir brauchen wieder Metall. Wie man sieht, brauchen wir viel Metall. Well concluded. So, dann zurück zum Schiff. Ah, bin ich doof, bin ich doof, bin ich doof, bin ich doof. Ich habe keine Munition gekauft. Kaufen? Da, Munition. Wir können aber noch immer nur... Schwere Kugeln haben wir wohl aufgenommen. Da haben wir 25. Wir müssen noch die Lagerkapazitäten irgendwie vergrößern. Wo ist denn das jetzt? Da hinten. Ich kann da eine Schnellreise hinmachen. Da ist das Attentatsziel, die Expedition. Okay, ich kann ja dann nachher auch mal hier eine Schnellreise hinmachen. Dann ist es nicht so weit. Sonst segel ich hier wieder 5 Minuten lang durchs, übers Meer, nicht durchs. Okay. Haben wir das uns jetzt eigentlich markiert? Natürlich nicht. Hier habe ich ja auch noch was zu tun. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Mehrsegel. Und eine Runde rum. Geben wir ein bisschen Gas. Das ist dann auch jetzt nicht so weit, wie man sieht. Oh. Immer gern gesehen. Gibt es völlig ohne Aufwand. Ich muss bloß rechtzeitig auf X drücken und es muss mir angezeigt werden. Dreimal Holz. Was haben wir hier? Holz brauche ich nicht so unbedingt. Oh. Schaffen wir das noch? Backbord! Schiffbrüchiger Seemann, ahoi! Topsegel reffen! Reffen, Männer! Rahmsegel einholen! Top! Rahm! Maßsegel! Ist wieder ein Sperrgebiet. Scheiße. Rahmsegel. Muss man natürlich wissen, wie die hier segelt. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Maß- und Topsegelwerk! Geht sie in die andere Richtung? Volles Segel! Bewegung!
In die Schotentürne! Ich gebe mal ein bisschen Gas. Was ist das da? Ach, das ist hier! Hier waren wir doch schon. Hier haben wir doch einen Schatz gesucht. Oder ist das nur so ähnlich? Nee, ja, das sieht nur so ähnlich aus. Wir nähern uns den Felsen, Sir! Ja, ich möchte nicht so doll ins Überwachungsgebiet von irgendwem. Die ist aber hinüber hier. Schildfahrt aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Schnell, 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 schnell. Los, ihr Faulpelzer, an die Schotten! Segelreffen raus aus der Böe! Einholen und aufgeilen! Ich glaube, wir haben es noch geschafft. Captain, über Bord! Hier war ich ganz bestimmt noch nicht. Ein Geheimnis. Hier oben sind Schützen. Die sind aber oben. Mich nicht sehen. Das ist auch besser so. Ich habe hier einen Kaper. Nur keinen wie ihr ihn kennt, Männer. Kein Land oder König ruft uns zu den Waffen, sondern ein geheimer Orden von wohlhabenden Adligen, die besser zahlen als jeder Monarch oder Gouverneur. Ich vermute, er war ein Templer. Doch ich kann es nicht sagen. Ich traf ihn nur das eine Mal. Sei es, wie es wolle. Seine Befehle waren klar und strikt. Und der Lohn erschreckend hoch. Got him in my sights! Oh. Got a shot here! Got a line on him! Oh. Was ist denn jetzt hier wieder? Warum läuft der denn nicht? Ich drücke auf die Lauftaste. Meine Güte. Da sind noch Geiseln. Scheiße. Schön, dass ich das jetzt auch sehe. Die Geiseln befreien. Ohne entdeckt Piraten retten. Warum kann ich da nicht hoch? Warum geht er da jetzt rein? Komm noch wieder raus! Wenn ich da so leicht erregt. Warum hab ich schon wieder diese Eulenpicker? Mann! Das sind die Piraten, die ich befreien muss. Nee. Die kann ich nicht sehen. Oh.
Es ist grau. Es hat nichts gebracht. Hehehehe, ich hau ab. Die standen so weit weg. Wo ist mein Schiff? Ach, da. Halt! Was war das? Graben? Oh. So kann man auch Schätze finden. Interessant. Ach so, wir haben ja aber auch noch nicht synchronisiert. Scheiße, scheiße. Der ist da oben. Da. Oh. Ich versuche krampfhaft diesen... Ach, da ist er. Punkt zu sehen, von wo aus synchronisiert werden kann. Warum kannst du da nicht hochklettern? Oh, müssen wir wieder rum. Spring jetzt da nicht rein. Ich muss da hoch. Das geht da irgendwo. Oh. Wie kommt man da hoch? Da kommt... Da vielleicht? Nee, von da komme ich doch. Wie er durch das Wasser läuft. Mann! Hast du Angst vor nassen Füßen? Seh nix. Aha, hier ist es richtig. Haben wir das wenigstens? Lässt sich auch nicht abbrechen. So. Da fällt einem nichts mehr zu ein, ne? Da fällt einem absolut nichts zu ein. Ich kann das nicht besser anvisieren. Mann, Leute. Jetzt muss ich da nochmal hochhampeln. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges hier auf dieser Karte? Ja, natürlich. Hier sind auch noch ein Arsch voll Truhen und noch eine Schatzkarte. Na gut. Dann werde ich mich wohl mal hiermit befassen. Die kriegen da sowieso nichts mit. Holen wir uns erstmal das Abstergo-Teil. Komm. Na, ich wollte schon sagen, jetzt denn wäre ich, glaube ich... Hätte ich, glaube ich, den Controller durch die Wohnung geworfen. Da haben wir eine Truhe. Und da haben wir noch ein paar Gegner. Nachladen muss ich nicht. Okay. Nein, so geht's auch nicht. Ich muss ein bisschen dichter ran. Da ist auch noch einer, ne? Da ist noch ein Pirat. Der war blau. Oh, das kann nicht sein! So. Mit das kann nicht sein, meinte ich, dass er dann anfängt natürlich nachzuladen. Ich hätte ja vorher extra noch nachgeschaut. Bloß wenn er nur einen Schuss drin hat und ich kann ja sonst zweimal schießen, ich habe ja zwei Pistolen, dann erwarte ich auch, dass er die nachlädt. Jetzt kann ich wieder nicht... Ah, hier ist nichts zum
Hier kann ich erbeuten. Ach so, ich brauche bloß den ziehen. Ja, das habe ich doch gemacht. Ist jetzt die andere auch nachgeladen? Vielleicht. Das wäre ja schön. Nein, nicht wie so ein Affe. Da willst du jetzt hochklettern. So, das haben wir auch. Da ist auch noch eine Flaschenpost. Die hole ich mir aber als letztes. Und hier haben wir noch eine Truhe. Das ist ja bei mir gleich gegenüber. 46 Meter. Komm. Kann ich mit dem hier irgendwas machen? Nee. Wegschubsen. Das war hier. So, jetzt haben wir das. Jetzt hole ich mir diese Truhe. Muss bloß aufpassen, da sind noch Gegner. Ich stehe hier so offen rum. Komm mal her. Zeig dir mal was Schönes. Und, hat's dir gefallen? Wir pirschen uns von der Seite ran. Warten! Da steht einer. Ach, da steht noch einer. Okay. Oh. Oh, das war knapp. So. Dann hoffe ich mal, dass er mich nicht findet. Hals, trockenes Mundwerk vom vielen Sappeln. So, und nun? Findest du nichts? Ich glaube, gleich geht's dir schlecht. Gleich geht's dir schlecht. Ich brauche eine andere Waffe. Ich glaube, wir brauchen noch so ein Fell. Boah, ja, ich kann was basteln. So, da gab es Kohle. Das, so viel Zeit soll sein. Oder muss. Irgendwo oxidiert hier noch einer rum, aber das ist jetzt mir nicht so wichtig, glaube ich. Huch. Ah. Ja, da müssen... Nee, nicht. Nicht doch. Ich sag mal. Oh, die wurde sogar noch bewacht, die Truhe. So, dann ist jetzt hier noch die Schatzkarte. Wir schauen mal schnell bei Edward nach. Vielleicht kann ich das von hier aus machen oder muss ich das in der Kajüte machen? Herstellung. Knack, 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 knack. Eine Katzenfellmontur muss hergestellt werden. Bestätigung. Aha. Hübsch. Ja, wir wissen das. Wir gucken. Ich werde jetzt hier offline den Rest machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge verspreche ich wirklich inständig, kümmere ich mich wieder hier ein bisschen um die Story. Kann ich aber noch die Truhe hier mitnehmen und hier. Ich höre auf. Ja.
Ja, dem alten Mann macht das Spaß, auch wenn er schimpft. Es macht ihm wirklich Spaß. Ich danke, wie gesagt, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.